Herzlich willkommen, ihr beiden, zu unserem Weihnachtsquiz am zweiten Advent. Wir stellen euch 10 Fragen und wollen mal gucken, wer von euch ein bisschen mehr Ahnung hat über Weihnachten. Wer schneller ist, haut auf die Klingel, wenn er es weiß. Ich bin schon bereit. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Die erste Frage ist sehr einfach. Was wird an Weihnachten gefeiert? Die Geburt Jesu Christi. Ein Punkt für dich. Einfach. Hier, ne? Ich sag's nur nochmal. Okay, die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen komplizierter. In Deutschland bringt ja meistens der Weihnachtsmann die Geschenke, die meisten kennen den. Weißer Bart, rote Klamotten, so sah der aber nicht immer aus. Wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich, dass der jetzt so aussieht, wie er aussieht mit seiner roten Kleidung? Ist das die Werbung von Coca-Cola gewesen? Früher mal, aber frag mich nicht mal. Ja. Ja. Ich stelle das vor. Vorher gab es den auch schon ein paar Mal in Rot, aber auch in Blau und Gold, okay. Irgendwie in allen möglichen Farben. Nie gesehen. Mit Coca-Cola ist der dann tatsächlich so richtig rot geworden. Ich habe nie gesehen. Ah, 2-0, Bruder. Ihr kennt bestimmt auch die Rentiere, die den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen. Der bekannteste davon ist Rudolf, the Red Nose Reindeer. Kennt ihr denn einen Namen von den anderen Rentieren? Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner. Das ist auf Englisch. Alles klar. Okay. Okay. Er hat die Auswahl gehabt. Dasher, Dancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen. Ja. Ah, okay. Noch nie gehört. Dein erster Punkt. Es wird bei der nächsten Frage ein bisschen musikalisch. Man liebt es oder man hasst es, Last Christmas. Aber wer hat das denn eigentlich gesungen? Oh. Das läuft ja Weihnachten hoch und runter, ne? Ja, ja, schon. Eigentlich müsste man das wissen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das kann er vielleicht. Es wäre Wham gewesen. Okay. Oh. Keine Ahnung. Möchte jemand von euch komplett singen? Über meinen Kopf. Nee. Und jetzt kommt eure Schätzfrage. Okay. Okay. Also ihr müsst jetzt aufschreiben. An Weihnachten essen viele am liebsten Lebkuchen. Wie viele Tonnen Lebkuchen essen denn die Deutschen jährlich? Mögt ihr Lebkuchen? Ja, schon, ja. Das ganz in Tonnen, bitte. In Tonnen? In Tonnen. Was ist das? 1000 Kilogramm sind eine Tonne, wenn ich mich nicht ganz irre. Doch, das stimmt. 1000 Kilogramm eine Tonne. Boah, wie schwer ist denn so ein Ding? Hey, ungefähr, ja. Jetzt seid ihr fertig? Ja. Ich war mutig. Wie viel? Ah, okay. 125. Ich war 30. Damit kann ich euch sagen, ihr seid beide eigentlich so weit weg, dass niemand von euch verdient hätte. Okay. Aber Ryan kriegt den trotzdem. Es sind 82.000 Tonnen. Wow. Die ja, Deutschen essen sehr viel Lebkuchen. Okay, nächste Frage. Wer an Weihnachten Urlaub machen möchte, der fährt vielleicht auf die Weihnachtsinsel. In welchem Ozean liegt die denn eigentlich? Die Weihnachtsinsel? Welchem Ozean? Hast du schon davon gehört? Mhm. Sie gehört zum Staat Australien. Vielleicht hilft euch das ja weiter. So viele Ozeane gibt es auch nicht. Meinst du, wo gehen die hin für Urlaub? Ja, das ist die Frage. Wo liegt die, in welchem Ozean liegt die Weihnachtsinsel? Mhm. Okay. Gehört zu Australien, sagst du? Mhm. Hätte meine Erdkunde besser aufgepasst. Ich will mich jetzt nicht blamieren. Kannst du probieren? Nee, keine Ahnung. Indischer Ozean? Ja, das ist richtig. Oh, sehr gut. Ja, einmal Front 3. 3-1, oder? 3-1. Sehr stark. Obwohl du hattest. Ja, genau. 3-1. Die nächste Frage ist ein bisschen ein Heimspiel für Ryan. Oh. Ich hoffe. Ich hoffe.
Also versucht schnell zu sein. Was ist denn die sogenannte Christmas Pickle? Was? Christmas Pickle? Christmas Pickle? Aber jetzt bin ich enttäuscht. Also ich bin raus. Ich kann schon übersetzen, es ist die Weihnachtsgurke. Vielleicht hilft dir das weiter. Weihnachtsgurke, das ist die gleiche auf Englisch, ja. Christmas Pickle. Noch nie was von gehört? Nein. Gibt's hier einen Timer, oder? Nee, keine Ahnung. Es ist ein Weihnachtsbrauch, bei dem man eine Gurke in den Weihnachtsbaum hängt. Also sie sieht aus wie so eine Kugel, nur halt in Gurkenform. Und wer das als erstes findet, der darf die Weihnachtsgeschenke als erstes auspacken. Ah, ich hab das schon mal gehört, ja. Okay. Aber das ist ganz, ganz alt. Das hab ich nie gemacht. Nie gemacht? Alt, ja, ich hab nie gemacht, nee. Hast du es schon mal gemacht? Mit meiner Familie. Ich komme auch eher aus den englischsprachigen Ländern. Ja, okay. Deshalb sagt ich halb schnell. Ja, ja. Ja. Kann ja sein, dass das auch. Ja, wir haben, ich habe das nicht gemacht zu Hause. Leider. Vielleicht hörst du es ein. Ja, stimmt. Die letzte Frage. Was wird denn am Weihnachten am allermeisten verschenkt? Ja, das habe ich. Geld und Gutscheine. Auch richtig, ne? Gutscheine. Ja, Gutscheine, das war auch, das war auch meine. Einfach. Oh, also, Mann. Offensichtlich hat die Schnelligkeit heute gewonnen. Weil ich hab das Wort auf Deutsch nicht übersetzt in meinen Kopf. Ich sagte, Gift Card, wie heißt das auf Deutsch? Das weiß auch einfach. Ja, das habe ich letztens irgendwo gelesen. Ja. Das stimmt. Das ist am einfachsten, ne? Immer einmal. Ja, immer. Kann man immer machen. Ah, was soll ich geben? Um ehrlich zu sein, nicht, ne. Ein, zwei Geschenke, aber für meine Eltern noch. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Ne? Aber ja, da mache ich was. Dieses Jahr denke ich schon mit meinem Bruder zusammen und dann deswegen, also der ist auch im Moment noch beschäftigt mit seinem Job und deswegen lassen wir so ein bisschen Zeit. Ja, ja, meine Frau und mir, wir haben alles schon gekauft für meine Familie. Ja, schon, die fliegt ja direkt an, ne? Ja, genau. Ja, muss alles schon organisiert sein. Ja, alles ist schon. Ja. Ja. Dann gratulieren wir dir ganz herzlich. Ja, danke schön. Glückwunsch. Glückwunsch. Und dann sehen wir uns am dritten Advent wieder. Alles klar. Danke. Danke.